Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded. Heute fahren wir eine 97.000 Pfund schwere Fräsmaschine von El Centro nach Bakersfield, glaube ich, war das. Ja, wir bekommen dafür, wie man vielleicht gerade sehen konnte, kurz 13.000 und ein paar Sequetsche. 13.700 kommen demnach unserem Ziel von 110.000 plus für den ersten LKW deutlich näher. 342 Meilen haben wir vor uns. Wir fahren halt hauptsächlich über die Interstate. Oh Gott, ich hab's vergessen. Wir haben eine längere LKW. Wir müssen jetzt hier wieder die obligatorische Runde drehen auf dem Hof. Bleiben würden. Das ist doch zu nah, okay. Ah, die Kurve wohl doch ein bisschen zu früh. Wollte das Lenkrad doch ein bisschen zu früh rumgerissen, wieder aufs Gerade. Aus Gerade, um es gerade auszurichten, meine Güte. Drehen fällt einem scheinbar heute wieder schwer, oder mir, wie gesagt. Ja, also in 7 Stunden sollen wir dort sein. Donnerstag 18 Uhr, Donnerstag 12. Freitag 12 Uhr jetzt. Ey, ja gut, wir sind im Rahmen, das ist schon mal gut. Wir sind voll in der Zeit, wir sind voll im Rahmen, wir werden ankommen, wenn wir ankommen sollen, mehr oder weniger. Wir kommen an, wenn wir erwartet werden. So formuliert klingt, glaube ich, ein bisschen besser. Kommt nix. Ja. Auch den Platz, dankeschön. Ist aber auch ein schöner LKW. Man muss ja mal sagen, ne, dass man immer rüberkommt, ist ja wieder ein Problem. Also manche Prefabs sind halt schon einmal mal fragwürdig. Wie würde eine Ampelanlage Sinn machen, wenn man das einfach mal so betrachtet? Aber gut, ist halt. Was heißt Prefabs? Ich meine, ist in Amerika ja halt ne, teilweise doch ein bisschen interessant oder anders gegenüber dem europäischen Straßenbau. Heute sollten wir keine Probleme haben, dass wir zu viel Tank verlieren und nicht genügend Sprit haben.
verengt sich. Wir fahren jetzt da nochmal über den Highway. Alles klar. Wird dann wahrscheinlich aber nur ein Zufahrtshighway sein. Nämlich recht im Sinne. Wieder voll Fokus auf die Straßen, weil die Sonne wieder scheint. Schon, wir fahren durch Nyland durch. Ich erinnere mich an diese Strecke. Nyland mit dem Unfall. Oder mit der inszenierten Unfallszene. Gucken im Tempomat durch Neilen durch. Ich sag dazu nix. Zeige euch nur mal die Settings an, ne? Tempomat, Schrittgröße, 5 Kilometer oder 5... Ach, Schrittgröße, oh. Ah, toller... Intelligente Tempomat, Toleranz 5 Kilometer pro Stunde. Aber ist das jetzt hier die Toleranz? Ist das jetzt die Toleranz für die Polizei, dass sie einem Strafen gibt? Weil wir waren bei 33 Miles per Hour. Und das ist standardmäßig. Also, ne, wenn ihr davon eine Ahnung habt, warum das so, wieso, weshalb, also, beziehungsweise wie das System der Polizei, beziehungsweise des Blitzens in Anführungszeichen funktioniert in American Truck Simulator, dann schreib es gerne in die Kommentare, weil in ETS 2 fahre ich immer 5 km pro Stunde über dem Tempolimit. Also genau dasselbe Setting, wie es halt hier ist, mit der Toleranz von 5 km pro Stunde bzw. 3 Miles per Hour. Und da bekomme ich eigentlich nur eine Strafe, wenn ich dann 56 km pro Stunde, 86 oder nicht 65, sondern 66 km pro Stunde fahre oder sowas. Oder 56. Randommäßig, so nach dem Motto, man kann trotzdem noch gewitzt werden, kommt auf den, in Anführungszeichen, Kopf an. Oder sind es eigentlich nicht 3 Miles per Hour, sondern also eigentlich nur 2 Miles per Hour über dem Tempolimit? Würde mich jetzt aber echt mal brennend interessieren, weil es würde ja zumindest so in gewisser Weise das fahrerische Verhalten verändern. Ich mache das einfach mal auf 57 Miles per Hour im Tempomat. Oder, aber nee, das kann. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, dann schreibst du einen Kommentar.
interessant zu wissen. Und hier sind wieder diese Geräusche. Wieder ab auf den Freeway, auf den Interstate. Fahren wir schön direkt hinein in die untergehende Sonne. Ich habe das. Alter, was sind das für Geräusche? So als ob da jetzt gerade irgendwie eine Grille neben dem Ohr sitzen würde links. Oder was weiß ich. Wo ein Fahrzeug gleich vorbeifährt, aber das kommt nichts. Wenn man das Fahrzeug hört, was hinter einem ist, oh shit. Okay, hier sehe ich halt überhaupt nichts mehr, ne? Sonne von vorne, in-game, Sonne out of game. Eieiei, oh. Volle Auslastung, ich mach mal kurz Pause. Okay, was war das? Beruhigt. Dann können wir weiter fahren. Licht anschalten wäre natürlich auch hilfreich. Oder mittlerweile schon wieder sinnvoll. Vor allem, eigentlich hätten wir schon gestern das Licht anhaben müssen, weil wir halt hinten. Ja, wir halt Oversize haben, beziehungsweise einen Long Vehicle haben und dann Schwerlast haben. Aber gut, kann man mal vergessen. 230 Kilometer haben wir noch. Demnach haben wir 100, ach Kilometer, Meilen meine ich natürlich. Demnach haben wir noch 100 Meilen vor uns. Weiterhin mit 55 Miles Power, beziehungsweise 57. Denn wir verlassen Kalifornien ja nicht. Ist schon schön mit dem Sonnenuntergang. Jetzt mal wieder ein bisschen strecken. Jetzt geht's bergauf, man merkt es kaum. Das Tempo, das holen wir wieder rein. 57 Meilen, 200 Meilen haben wir noch. Also Miles Power. Und Meilen haben wir noch. Auch hier werden jetzt die Folgen langsam ein bisschen länger. Müsste nochmal gucken,
beziehungsweise umrechnen, wie viel so um die 1000, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt gedacht habe. 1000 Kilometer, 1100, ich weiß schon gar nicht mehr. Scheiße. Muss ich mir nochmal wieder anhören, was ich gelabert habe. Ich muss mal das notieren, verdammte Scheiße. Ich kann nicht sagen, ich mache eine Folge dann, oder die Folgen werden ab der und der Schreckenlänge dann geschnitten und dass ich das dann halt nicht wieder weiß. Das war irgendwas mit 1000, aber ich weiß nicht, ob es 1100, 1000 oder 1500 waren. Oh, jetzt geht's hier rechts raus Richtung. Wait, hold on. Wir fahren geradeaus weiter. Bisschen spät, aber dämliches Navi. Ich vergaß, dass ich in Kalifornien vor allem am besten soll ich es aber mir angewöhnen, das immer zu machen. Nur mal aufs Navi gucken und nicht einfach nur nach Navi fahren, weil das Navi nicht immer unbedingt den einfachsten Weg wählt. Wie wir ja wissen. Muss ich den Tempomat ausschalten, weil er hier so lange rumkurbt. Gleich aus, als ob wir ihn holen müssten, weil er zu langsam fährt für uns. Wenn wir dann unser Tempo erreicht haben, das wir erreichen wollen. Das ist wieder okay, das ist aber nett von dir. Also jetzt ist es aber langsam echt wieder schwierig, überhaupt noch was zu sehen. Aber richtig schwierig, ich muss immer auf den Monitor fahren. Da sehe ich zwar auch nicht viel, aber mehr. Beide Lanes auf der linken Seite fahren nach Bakersfield oder führen zu Bakersfield. Führen Richtung Bakersfield. Oh, nur noch 150 Meilen. Also das ist gut zu wissen. Wir müssen auch nicht raus. Wir bleiben erstmal hier auf der Northbound Richtung Fresno bzw. Bakersfield. Holen wir mal ein bisschen unsere Kollegen. Der blinkt, okay, dann können wir auch, ist glaube ich frei. Dieses blinde Fahren, das ist echt nervig. Eine Discord-Benachrichtigung. Ich glaube, ich sehe nichts. Steep Braids, Mann, ich weiß. Mann, ich weiß, ja, dann war was erwarten.
voran. Ja, so. Wir müssen kämpfen. Ja, ach, dieses Dreckshandy, ey. Ich habe nirgends wohin gedrückt, aber nein, erstmal 55 Milliarden Sachen werden geöffnet. Die Motorbremse benutzen, weil wir ja scheinbar keinen Retard hier drin haben. Jetzt haben wir unser Tempo wieder reich, können wir da gerne hochschalten. Jetzt haben wir noch 87 Meilen. Ich hoffe, das ist ein Spot, wo wir einfach nur geradeaus reinfahren können, um den abzuliefern, die Ladung. Weil wenn wir jetzt gleich rechts rum müssen wieder, dann... Well... Schwierig. Schwierig, weil ich nichts sehe. Allerdings das Problem bei den ganzen längeren Folgen wird dann sein, dass ich halt wirklich so stark in Anführungszeichen mich darauf fokussieren muss, mir die Zeit zu nehmen und vorzuproduzieren, beziehungsweise die Videos rechtzeitig zu rendern, dass ich dann über Nacht hochladen kann, weil, wie soll ich sagen? Das letzte Video von American Truck Simulator Staffel 2 ist eventuell 25 GB groß gewesen. Also die Rohdatei 30 und dann gerendert und so weiter, dann 25 GB. Da muss ich mich auf alle Fälle dann ranhalten, über Nacht oder vielleicht sogar schon am Tage vor hochladen kann. Das ist eher so ein Problemchen gerade. Gut, gerade halt auch noch die Zeit mit Corona und so weiter, dass viele Leute halt noch zu Hause bleiben, dadurch halt mehr gestreamt wird, wo ich dann wieder meine Augen und Ohren habe. Sind zum Glück aktuell nicht so viele, um genau zu sein, 2 von 8 oder so. Aber gut. Boah, 2 bis 3. Okay, sagen wir 3. Roadwork ahead, okay. Das ist die Frage, auf der rechten oder auf der linken Seite? Auf der rechten Seite, ja, auf der linken Seite, so. Oh, 35 wird es wieder sein.
30 Meilen haben wir noch. Sprich, wir sind fast da. Nächste Ausfahrt ist unsere, das ist aber schön. Ich bekomme nämlich langsam auch wieder ein bisschen. Das heißt ein bisschen, ich habe nicht gegessen heute. Eieieiei. Die immer so dicht einscheren müssen, die KI. Da kann doch Platz gewesen sein, dass wir hinten auch rumkommen. Ohne dass ich wirklich was sehe. Gut, wir fahren zu Railway Trends Dings Export. Oder Rail Export, ich weiß schon nicht, wie es heißt. Rail Export, okay. Da ist es natürlich angenehm abzuladen. Oh mein Gott. Ich sehe nichts. Ja, wie gesagt, also gut, es ist vom Zeitpunkt her ist es halt auch schon wieder spät, ne? 15 Uhr. Da ist sowas aufzunehmen halt wieder ein bisschen knifflig. Da muss ich dann vielleicht mal solche Sachen auch eher beim ersten Morgen Kaffee dann aufnehmen. Und nicht ein, zwei Stunden später. Dann wollen wir mal kassieren und ne? Augenreiben. Ausgezeichnete Fräsmaschine von Alzentrum nach Bakersfield geliefert. Gefahrene Strecke 349 Meilen. 8 Stunden haben wir gebraucht, 8,5. 66 Gallon nur verbraucht. $11.721 bekommen und 828 Erfahrungspunkte. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gucken wir mal einfach nochmal fix, was wir nächste Tour vielleicht fahren. Wir haben 98.000, wir brauchen nicht mehr viel. Containerschlepper von Phoenix nach Barstow, das klingt doch schon mal nicht verkehrt. Da bekommen wir 17.000 für, demnach sind wir dann bei 115.000 und können uns unseren eigenen LKW auch in dieser Season kaufen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen euch dann im nächsten Video wieder von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded oder von American oder in American Truck Simulator 3 bzw. Staffel 3 Reloaded oder im anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.